anderen Video haben wir bereits gezeigt, wie Graphen mit Hilfe der Adjazenzmatrix bzw. Adjazenzliste effizient abgebildet werden können. Außerdem in einem anderen Video, wie man Graphen durchsucht mit Hilfe der Tiefensuche. Diesmal die Breitensuche. Es geht wieder darum, Elemente zu finden oder die Art und Weise, wie ein Graph durchsucht werden kann. Allerdings nicht wie bei der Tiefensuche erst in die Tiefe, in dem jeder Knoten in die Kinder reingeht, sondern wo erst in die Breite gegangen wird, bevor in die nächste Hierarchieebene weiter gegangen wird oder weiter gesucht wird. So, also, wie fängt es wieder an? In diesem Fall brauchen wir eine oder zwei Listen sozusagen, eine To-Do-List und eine Done-List. Die To-Do, da nehmen wir alle auf, die ich noch durchsuchen muss, die ich schon kenne und weiß, dass ich diese noch durchsuchen muss, und in Done all diejenigen, die wir bereits erledigt haben. Die brauchen wir nicht zuletzt deswegen, damit wir nicht wieder im Kreis laufen. Gut, also beginnen wir irgendwo zum Beispiel bei 1, also beim ersten Knoten. Und der erste Knoten, der wird jetzt automatisch in die Done-Liste aufgenommen, weil den haben wir sozusagen mehr oder weniger bereits abgearbeitet und kommt in die Done-Liste. Jetzt wird nacheinander jedes direkte Kind, jede Verbindung von 1 wegführend in die To-Do-Liste aufgenommen. Man könnte sagen, in die To-Do-Liste kommen alle Elemente, die in der Adjazenzmatrix ein X bei der ersten Zeile haben. Beziehungsweise die Elemente in der Adjazenzliste, die an der ersten beim Knoten 1 dranhängen. Also, wir finden die Zahl 3 und nehmen die 3 in die To-Do-Liste auf. Bei der Tiefensuche würde jetzt von der 3 weitergesucht werden. Nicht so bei der Breitensuche. Bei der Breitensuche sehen wir uns erstmal alle Kinder dieses Knoten an. Also auch, dass es noch ein weiteres Kind gibt, und zwar, oder eine weitere Verbindung gibt, und zwar die 5. Und auch die 5 wird in die To-Do-Liste aufgenommen. Gut, jetzt haben wir keine weiteren Verbindungen mehr zu anderen Knoten, zumindest nicht von der 1 weg. Deswegen sind wir mit der 1 soweit fertig und wir gehen jetzt das erste Element durch, das in der To-Do-Liste ist. Also die 3, die war die erste Verbindung sozusagen, die wir hatten von 1, also wird als nächstes die 3 angesehen. Die 5 rutscht nach vorne oder man lässt die einfach und macht den Index 1 weiter, ist auch okay, jetzt rein algorithmisch. Aber wichtig ist, dass diese To-Do-Liste von aufgefüllt wird, aber immer von vorne weggenommen wird. Also hinten wird aufgefüllt, von vorne wird immer weggenommen. Das heißt, es ist so eine First-In, First-Out-Liste, wie eine Warteschlange. Ja, die To-Dos, die noch zu erledigen sind. Also gut, wir sind bei der 3 und sehen uns alle Nachbarn an, die mit 3 eine Verbindung haben. In dem Fall die 1. Die 1 ist allerdings bereits in der Done-Liste vorhanden oder sie wäre schon in der To-Do-Liste vorhanden, deswegen wird die 1 nicht wieder aufgenommen. Das nächste Element ist die 4, also der Knoten mit dem Wert 4. Dieser ist noch weder in der To-Do noch in der Done-Liste vorhanden, deswegen wird sie in der To-Do-Liste aufgenommen, und zwar wird sie angereiht, hinten nach. Somit sind wir mit der 3 fertig. Also nehmen wir das nächste Element aus der To-Do-Liste von vorne weg, also die 5, und führen diese in die Done-Liste über, suchen gleichzeitig wieder, welche Verbindungen hat die 5. Das können wir in der Adjazenzmatrix-Adjazenzliste ja sehr schön machen, indem wir einfach die entsprechende Zeile durchgehen. Und wir finden raus, okay, da gibt es eine 2. Die 2 wird in die To-Do-Liste aufgenommen und sonst gibt es von der 5 keine Verbindungen mehr. Somit ist das nächste Element, das angesehen wird, die 4. Die 4 wird in die Done-Liste übernommen und wieder alle Verbindungen geprüft. Die 1 wäre eine Verbindung, allerdings ist diese bereits in der Done-Liste vorhanden. Wir ignorieren sie. Die 5 wäre ebenfalls eine Verbindung, allerdings ist diese bereits in der Done-Liste vorhanden. Und damit wir nicht den Kreislauf und Arbeit doppelt machen, ignorieren wir auch diese. Neu ist jetzt die 6. Die ist noch weder in der To-Do
noch in der Dannliste vorhanden, also nehmen wir sie in die To-Do-Liste auf. Wir haben alle Nachbarn durchsucht, weiter geht's. Das nächste Element in der To-Do-Liste ist die 2, übernommen in die Dann-Liste und alle Nachbarn angesehen, in diesem Fall nur die 6 und die 6 ist bereits in der To-Do-Liste vorhanden. Also wird sie nicht ein weiteres Mal aufgenommen. Last but not least wird auch die 6 übernommen in diese Dann-Liste und wir haben den Graph vollständig durchsucht. Die Reihenfolge ist logischerweise eine andere als bei der Tiefensuche. Bei der Tiefensuche hatten wir so die Reihenfolge 1, 3, 4, 5, 2, 6. Ist hier natürlich anders, weil eine andere Suchstrategie hinter dem Algorithmus steht. Das sind die zwei Kernalgorithmen, wie man Graphen durchsucht. Es gibt noch eine Kombination zwischen den zwei, also die iterative Tiefensuche. In diesem Fall passiert Folgendes, man macht eine Tiefensuche, aber nicht unendlich weit sozusagen, sondern hört nach ein paar Ebenen auf und sucht dann in der Breite, bis diese Ebenen erst einmal vollständig durchsucht sind. Und erst wenn diese Ebenen vollständig durchsucht sind, geht es in die nächste Ebene wieder mit einer Tiefensuche bis zu einem bestimmten Level. Das wäre die Kombination, die iterative Tiefensuche zwischen, also die Kombi von Tiefen- und Breitensuche. Gut, also ich hoffe, der Algorithmus ist euch ein wenig klarer geworden. Ihr solltet die Adjazenzliste, Adjazenzmatrix kennen. Ansonsten schaut euch die anderen Videos an zum Thema Graphentheorie. Viel Spaß, wenn es euch gefallen hat. Nicht vergessen, ein Abo hier lassen und einen Daumen hoch. Wenn ihr weitere Infos oder Beispiele oder ähnliches wollt, einfach in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne, viel Spaß beim selbst Graphen programmieren und Beispiele suchen. Ciao. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.